Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon. Ich habe euch ja erzählt, dass die 30 Pokémon aus den Terra-Events schon verfügbar sind durch Data-Mining-Leaks und dass ich die schon habe. Und viele haben mich gefragt, wie man die denn bekommen kann. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Die könnt ihr wirklich nur bekommen, wenn die jemand kennt, der die Pokémon hat oder so jemanden wie mich, der die Pokémon an die Community weitergibt. Und da würde ich euch einmal erklären, wie ihr das macht. Einer braucht das Pokémon, in dem Fall hier Hisui Tsurua, natürlich mit einem Ewigstein wegen der spezifischen Form. Dann müsst ihr zusammen in ein Koop-Match. Ich bin hier gerade mit drei Leuten aus dem Stream in einer Runde drin. Und dann, ganz wichtig, muss ein Picknick gestartet werden. Dem joine ich jetzt mal eben. Und es geht immer nur einer mit einem. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht mit drei Leuten das machen, sondern immer nur einer. Das heißt, ich habe hier mein Zuruhr dabei und hier der Boy mit den weißen Haaren hat ein Ditto dabei. Und jetzt hoffe ich, dass er eine Eilkraft aktiv hat, damit wir hier nicht ewig warten müssen. Am besten macht ihr da Eilkraft Level 2, das ist Sandwich Nummer 17. Und jetzt warten wir einfach, bis hier ein Ei rauskommt. Das kann dann hier der... Ist das denn der oder die? Oh, ist sogar eine die. Upsi. Das kann sie dann hier rausnehmen, ausbrüten und hat dann ein Hisui Tsurua. So, das war schon. Jetzt geht's zum nächsten. Ich mache immer der am nächsten, als nächsten Picknick macht. Der ist dann dran. Kommt hier ein Picknick. Da oben. Macht auch noch weiter weg das Picknick. Ich kann auch noch ein bisschen laufen. Wenn ihr das Pokémon dann erstmal habt, dann könnt ihr das natürlich auch shiny brüten. So wie ich hier das Froxy oder auch das Hisui Tsurua. Das habe ich mir auch schon gemacht. Das sieht so aus. Und ihr müsst auch keine Angst haben, weil ich es ganz oft sehe, die Frage. Und ich werde immer wieder böse deswegen im Stream. Ganz viele fragen, ob das legal ist. Also ihr kommt nicht in den Knast, keine Sorge. Oder fragen, ob dann der Spielstand gelöscht wird oder irgendwelche bösen Sachen. Also da kann gar nichts passieren, Leute, solange ihr nicht mit dem Pokémon online kämpft. Und da die Pokémon für Online-Kämpfe, genauso wie das Glurak, gesperrt sind, sehe ich keine Möglichkeit, selbst wenn ihr wollen würdet, dass ihr vom Online-Game ausgeschlossen werdet. Und da müsst ihr euch echt gar keine Sorgen machen. Sucht euch jemanden, der alle Pokémon hat, tauscht mit dem über diesen Koop-Modus, da bin ich gerade auch wieder drin. Kommt gerne auf den Discord, da gibt es bestimmt auch ein paar Leute, die gerne mit euch tauschen, wenn ihr ein, zwei Pokémon haben wollt. Das ist kein Problem. Oder kommt gerne in den Stream. Bis Ende des Jahres, bis zum 1.1. werden wir alle Pokémon noch durchgehen. Wir werden nicht alle schaffen, aber so die wichtigsten. Morgen zum Beispiel gibt es Feuerriegel. Also für euch heute. Wenn ihr da dabei sein wollt, wenn ihr Feuerriegel haben wollt, kommt gerne in den Stream. Nehmt Ditto mit und Eilkraft Level 2. Und holt euch einen Feuerriegel ab. Solltet ihr noch Fragen offen haben, kommt gerne in den Stream. Gerne unten in die Kommentare oder auch auf Discord. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.